Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Und in dem Video mache ich mal was mit dem Hochdruckreiniger. Ich war auf der Baustelle, denkst, weißt du was, zeigst du es mit dem Hochdruckreiniger, der ist Hochdreckreiniger. Und was gibt es da viel zu sagen? Großartig nicht viel. Ne? Ich mache mal eine Fassade oder eine alte Fassade, sag mal, wo in Anführungszeichen Algenbefall, Alltagsdreck drauf ist, mache ich mit dem Hochdruckreiniger sauber. Die Leute haben mich gefragt, mäße das, weil da ging es hauptsächlich um die Fensterbänke. Die tue ich ganz anders behandeln, da filme ich jetzt, das habe ich überhaupt nicht gefilmt. Und dann sag ich, weißt du was, meinst du Video draus, ne? Oder? Meinst du einfach Video draus, wie ich mal Hochdruck rein oder Fassade rein, ne? Aber das ist gar nicht so verkehrt, weil einfach über eine Fassade drüber streichen, die jetzt 20, was weiß ich, wie viele Jahre im Buckel hat, die nicht mehr behandelt worden ist, ne? Und das sieht man auch, dass die dreckig ist, ne? Das sieht man gleich in dem Video, wenn ich da mal drüber gehe, dass ich die wirklich sauber mache, ne? Und das ist schon wichtig, ne? Aber der soll nicht über den Alltagsdreck, der sich da über ein paar Jahre angesammelt hat, über, ich sag mal, Algenbefall in Anführungszeichen, und der soll man nicht drüber streichen, ja? Und habe ich da irgendwas vergessen zu sagen? Ja, ich habe die Fenster und unten den Boden bewusst nicht abgedeckt, weil wenn ich nämlich das Ganze abwasche und unten angekommen bin, gehe ich mit dem Hochdruckreiniger und mache die Terrasse mit dem Hochdruckreiniger direkt sauber, spüle ich den Dreck quasi weg. Leg dir da eine Abdeckung hin und das Wasser läuft hinter die Abdeckung und bleibt da liegen, das dreckige Wasser. Ja, das ist scheiße, okay? Das ist nämlich letztens einem Kumpel passiert, da war eine Firma da gewesen, die haben abgedeckt, haben es gut gemeint, haben die alles abgespritzt, einen Kratzputz haben die abgespritzt und dann lief der ganze Kratzputz, die ganze Kalkbrühe lief hinter die Abdeckung. Alufenster, angefressen. Der Holzboden, quasi, angefressen. Das hat ich alles reingefressen. Und deswegen habe ich das quasi, war sowieso alles nass, direkt alles in einem Nuss. Ich habe es nicht gezeigt, deswegen erkläre ich das jetzt noch einmal, okay? Damit ihr diese Fehler vermeiden könnt. Und den Leuten habe ich gesagt, wenn ich hier mit dem Hochdruckreiniger durchgehe, weil die Fensterbänke nicht in Ordnung waren, habe ich den Leuten gesagt, so an dem Tag, wo ich mit dem Hochdruckreiniger arbeite, ne, sollen sie sich mal Handtücher an das Fensterbrett legen, innen drin, falls was durchkommt. Und natürlich dann direkt gucken, wenn ich da fertig bin, ob da irgendwas vielleicht undicht ist. Dann kann man direkt nochmal alles prüfen und dann eventuell, aha, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und wenn alles gut ist, ist ja gut. Nur mal als kleiner Tipp, viel Spaß beim Video, ist ein kurzes, schöne Freitag, schönes Wochenende. Moin, ist der Peter, euer Stuckateur. Gerade ein bisschen aus der Puste. Ich laufe das Gerüst gerade rauf und runter. Ich schließe meinen Hochdruckreiniger an, weil ich eine neue Fassade beginne. Die mache ich erstmal komplett sauber. Ja, man sieht da über die Jahre ja, den Dreck halt. Ne? Mache ich die Fassade erstmal mit dem Hochdruckreiniger und klarem Wasser. Mache ich das schön sauber. Und kümmere mich hier um so Fensterbänke mehr. Das ist so der mehr um die Fensterbänke, weil da sind Risse drin, neu mit Putz, alles was los ist, mache ich ab. Und und die Verunreinigung, wenn einmal das Gerüst steht, haben die Leute gesagt, können sie auch direkt die Fassade streichen. Und dann sage ich, ja, mache ich. mache ich doch gerne. Aber wie gesagt, Priorität sind die Fensterbänke. Und da gehe ich mit meinem Sockel SM Pro drüber. Der ist ja, da gucke ich, dass ich eine gewisse Schichtstärke hinkriege. Der soll ja ab 7 mm, ich sag mal, eine Abdichtung haben schon und dann die geeignete Farbe da. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ne? Und ich ziehe jetzt keine Regenklamotten an. Mache es einfach sauber. Dann fahre ich nach Hause. Dann bin ich sickgenas nachher. Ne? Und aber schöne Aussicht hier. Ja, total, total geil. Hab wieder meine Ruhe. Muss ja auch ein bisschen so die Ecke rumarbeiten hier. Ne? Hier so ein kleiner Vorsprung. Und dann machen wir das. Ne? Vielleicht stelle ich euch schon mal irgendwo mal hin, wie ich mit dem Hochdruckreiniger eine Fassade reinige. Ist nichts Besonderes, aber ich mache es. Viel Spaß beim Gucken. Ich mache noch spannend. Also, vom Discounter ein Hochdruckreiniger. Ne? Also man klemmt da den Gardena Sachen, ne? Oder was weiß ich, was für Anschlüsse, Wasseranschlüsse, klemmt man das an den Wasserschlauch.
dann gibt man da erstmal Druck drauf, wenn man einen Hochdruckreiniger benutzt, ja. Weil, wo ist die Pistole? Hey, ist die Pistole? So, dann lasse ich erst immer. Na, geht das jetzt? Wo ist der Knopf? Aha, ist irgendwie so ein Feststellknopf. Dann lasse ich erstmal, mit einer Hand, dann lasse ich erstmal Wasser durchlaufen, damit in dem Gerät schon mal Wasser drin ist, wie bei so einer Wasserpumpe oder so. Da muss erstmal Wasser drin sein, bevor man das anmacht. Ne? Das mache ich bei den Geräten auch immer. Strom angeschlossen, und wenn hier genug Wasser durchkommt, ohne Luft und alles, ne, dann mache ich das Gerät an. Ja? An Strom anschließen. Ich gucke mal, dass das Kabel über dem Gerüst hängt und nicht hier auf dem Boden oder was weiß ich wo, damit da kein Wasser dran kommt. Ja, das war das eigentlich. Ne? Und dann gib ihm. Ne? Und dann kommt es darauf an, wie man die Düse einstellt. Gibt es ja verschiedene Einstellungen bei solchen Sachen. Entweder die haben so einen, so wie so eine flache Hand, so ein Strahl, oder einen, der so rotiert. Ne? Der macht das dann. Ja, so gehe ich die ganze Sache vor. Und fertig. Bei diesem Gerät muss man das hier entriegeln und dann kann man hier auf den Pin drücken. Ja? Jetzt kommt da ein bisschen Wasser, man hört das gleich hier, da sieht man das. Ne? Dann tue ich die Fassade abspritzen. Habe ich abspritzen gesagt? Habe ich gesagt. Darf man das heute auch noch sagen? Abspritzen, eine Fassade abspritzen? So, man hört, da ist ein bisschen Luft drin. Guck mal erstmal, dass das am Schlauch. Das Ganze, genau, bis das Geräusch aufhört. Ne? Und dann mache ich erstmal das Gerät an. Das Gerät ist wie beim Staubsauger, der so eine Automatik hat. Ja? Ich drücke jetzt hier nicht drauf. Ja? Und wenn ich hier drauf drücke, geht dann quasi, ich sag mal, der Kompressor von dem Teil dann an. Hört ihr jetzt mal, ne? So. Hört ihr das? Wunderbar, oder? Ist das nicht geil? So, fast über den Dächern von Köln angekommen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt die 8. Lage. Sieht schon ziemlich hoch aus. Ne? Wo ich drauf geachtet habe, wo ich mir so einen Hochdruckreiniger gekauft habe, natürlich gibt es von markenmäßig, gibt es natürlich wieder viel, ich sag mal, das jetzt unbedingt viel besser ist. Ja, ich sag mal, von der Power her, für was braucht man das? Und was macht man damit? Ne? Es gibt andere Geräte, die haben einfach viel mehr Bar, also viel mehr Power. Und. Aber für mich hat das gereicht bis dato. Ne? Ich habe einfach darauf geachtet, dass er ein bisschen Power hat. Ne? Und hier, und zum Beispiel, der steht jetzt 2 Gerüstlagen tiefer, die Maschine. Und jetzt habe ich nur die Pistole und den Schlauch mit. Ne? Das bringt dir nochmal ein bisschen Flexibilität auf der Baustelle. Oder halt auch, wenn, egal was du reinigst, falls du mal deine eigene Terrasse reinigst oder sowas. Ne? Finde ich ja nicht mal so schlecht. Ne? Vom Discounter habt ihr alle gesehen. Wisst ihr, dass ich das kaufe, weil ich das sehr selten brauche. Sehr, sehr selten. Ich habe es mal gekauft, aber auch für mich. Ne? Und ja, habe ich schon mal gesagt, wer auf Werkzeug oder Markenqualität Wert legt, soll das machen. Ist ja jedem selbst überlassen. Und wer sagt, ach, das brauche ich vielleicht einmal in 4 Jahren. Ich bin der Meinung, klar, kann man auch sagen, dann will ich auch ein gutes Werkzeug haben. Dann kaufe ich mir auch ein gutes Werkzeug, liegt dann 4 Jahre in der Garage oder im Keller oder was weiß ich wo. Und dann hole ich das raus, wenn ich es brauche, und es ist einsatzbereit und bringt das, was ich möchte, Feierabend. Und ich denke mir manchmal, bei manchen Sachen gebe ich hier, ich will jetzt nicht diesen Multimaster da, ne, dieses Gerät möchte ich nicht schlecht machen, super Gerät, teuer. Was heißt teuer, ist wahrscheinlich sein Geld wert, aber ich habe mir damals von der Marke Works, habe ich mir das, gab es ein Angebot, 80 Euro mit Schleifpapier, mit Sägeblätter, bla bla bla. Und wie oft habe ich das gebraucht, dieses Gerät? Kann ich an einer Hand abzählen. Dieses Gerät habe ich schon 10 Jahre. Und das habe ich echt mal wirklich so ganz kurz gebraucht, ja, bis das Ding hält. Ne? Also, aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, wie er Werkzeug oder was. Manche stehen ja auch voll auf Hilti, so mega Ferrari-Werkzeug. Weißt du, was ich meine? So rot. Geil, ich stehe auch da drauf, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten. So, ich muss jetzt wieder abspritzen hier. Siehst du, für diese Zwecke reicht das. Ich brauche ein Sonnengesicht. Guck mal, wie geil ich wieder aussehe mit Mütze. Ich mache keine Werbung.
ich kein Geld von denen kriege, aber ich zeige es trotzdem. So, viel Spaß bei dem Video. Habe ich schon gesagt, bis demnächst. Nur für euch. Ich bin bekloppt, ne? Ich bin bekloppt. So, Maratio, schwenkt der Hut. Das will den Kamera nase. Bis nächste Woche. Ach so, ich bin zwar kein Maler, ne? Aber ich höre den Malern immer gerne zu, wie zum Beispiel auf so eine verdreckte Fassade würde ich nicht einfach direkt drüber streichen oder mit irgendwelchen Chemiekeulen. Deswegen habe ich den Leuten gesagt, mit dem Hochdruckreiniger reinigen, vielleicht teilweise mit einer Drahtbürste irgendwas entfernen. Ne? Das ist erstmal immer so den Alltagsdreck, der über Jahre da dran ist. Das sieht jetzt so aus, da ist keine Dämmung drauf und trotzdem sieht es da so aus. Ne? Dachüberstand, das Dachgeschoss wird nicht geheizt, die Fassade ist kalt, bla bla bla, interessiert keine Sau. Ja, also ich würde erstmal so eine Fassade sauber machen, dann mit entsprechenden Grundierungen drauf oder Fassadenfarben. Ja, so und das sind Unreinheiten, die müssen runter. Ja, deswegen mache ich das Ganze ja. Deswegen mache ich das Ganze ja für euch. Ja. Ich mache noch einen Clip hinten dran an das Video. Ich mache noch einen Clip hinten dran. Wir hatten gestern den 11. im 11. ist ein Tag vor dem 12. Und dann war ein bisschen was länger, ne? Man sieht es an der Öhlsche, man sieht es an den Augen. Und aber wir sagen hier im Handwerk, also noch der alte Schlag sagt noch, wer suffen kann, kann noch arbeiten, ja? Wer saufen kann, kann noch arbeiten. Frische Luft, Sonnenschein, ne? Ich nutze auch das schöne Wetter aus. Wir haben Samstag. Normalerweise arbeite ich samstags nicht, ne? Verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Wir räumen zusammen die Bude auf, ne? Aber ich nutze im November, ich habe noch zwei Gerüste stehen gehabt. Im November haben wir jetzt noch richtig gutes Wetter, kein Frost. Nutze ich die Zeit noch aus für die Fassade. Dass ich dieses Jahr noch fertig kriege. Die Leute haben dann vor Weihnachten kein Gerüst mehr. Einfach nur geil. Ja, ne? Kennt ihr noch mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Das ist jetzt aktuell nur einmal vorgestrichen. Was kann man nochmal zum Streichen sagen? Ich habe die Materialien von Keim benutzt. Ja, das kann ich sagen. Das ist Soldalit. Ne? Und habe ich mich beraten lassen. Ne? Fixativ, Grundierung, was auch immer. Ne? Müsste in den technischen Datenblättern mal nachgucken. Keim hat, was weiß ich, 100 bis 300, weiß ich, wie viele Produkte die haben. Die haben richtig viele Produkte. Werden meistens im denkmalgeschützten Bereich werden diese Materialien benutzt und das Denkmalamt gibt meistens einen roten Daumen, weil die Eimer alle so schön rot sind. Hier, so sehen die aus. Ich mache keine Werbung, aber wie gesagt, es kommt immer auf die Baustelle an. Was ist da gefordert, was ist da gewollt, was darf man nicht. Kommt immer drauf an. Hier habe ich jetzt das benutzt, ist nicht die Regel. Was kann man sagen für eine Fassade? Das ist ja so ein alter Putz, Filzputz, ausgewaschen, ist ein bisschen grob. Dann nehme ich eine langflorige Rolle und dann zweimal streichen. Ne? Mir hat mal damals mal ein Maler gesagt, zwei Maler, der eine hat damals gesagt, ich streiche lieber zweimal dünn als einmal dick. Also da ist viel dran. Also zweimal streichen auf jeden Fall. Und ein anderer Maler hat damals gesagt, weil ich wusste, ich war mit am Streichen, der so, komm, streich mit. Ne? Da sagte zu mir, du bist wieder am Kratzen. Also da ist nichts drauf. So die Rolle die Rolle ausquetschen. Nimm Farbe. Wenn nicht, dann musst du halt zwei Eimer Farbe kaufen. Nicht am falschen Ende sparen, wurde mir beigebracht. Ja? Also es gibt zwei Varianten. Lieber zweimal dünn als einmal dick.
weil man muss zweimal streichen. Also was heißt muss, ist einfach besser. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nachher schön deckt, schöner Verlauf und ja, der Untergrund ist schon mal der erste Mal streichen für das zweite Mal. Da ist der Untergrund schon mal schön homogen, zieht gleichmäßig, weil man hat ja einen Auftrag schon mal drauf und ganz einfach. Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich bin kein Maler, das sind meine Erfahrungswerte und boah, ey, die Sonne, boah, ich bin wieder fast über den Dächern von Köln. Wollt ihr mal sehen? Könnt ihr das sehen? Da ist der Punkt, da ist der Planet, ey. Einfach nur. Das ist ein bisschen lang hier wurde gestern. Ne? Hier nebenan ist ein Studentenheim. Ne? Aber die haben gestern Gas gegeben. Vom Allerfeinsten hier. Da war, der Boden war der große Aschenbecher. Und ja, der Mülleimer war halt, die Terrasse liegen überall Glasscherben. Die haben es echt übertrieben. Aber ja, ja, die müssen es sauber machen. Ne? Boah, hier geht die Post ab. Also allgemein geht in Köln hier die Post ab. Und ich glaube, gestern, ich glaube, am Friesenplatz in der Nähe war, was ist das hier? Ach, die Studentensiedlung bei uns in Köln. Boah, da ging das, da ist, ich bin froh, dass ich da nicht hingegangen bin. Wir haben da zu Hause ein Bierchen getrunken. Ne? So, jetzt ist das beendet, das Video. Ne? So, ich bin am Striche, da war Dreck drauf, abgemacht, kondiert, jetzt die Striche, einmal die Striche, ich muss noch ein zweites Mal und nutze das schöne Wetter aus. Ne? Bis demnächst. Da ist der Planet. Da ist er. Unser Planet. Euer Planet. Jetzt fällt es mir wieder in. Der Zülpischer Strauß. Da muss der Magen noch rinschnicken. Ja, ich habe noch gestern einige getrunken. Ne? So. Ja, deswegen mache ich das Ganze, ja. Ne? Meine Frau sitzt hier, wir trinken jetzt noch das Kaffee. Ne? Da bin ich jetzt ganz am Umbenennen für den Markt. Wir essen jetzt schon mal ein paar Lebkuchenherzchen dabei. Ne? Ist ja lecker. Ne? Also, habt ein bisschen was gesehen, wie man mit dem Hochdruckreiniger umgeht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wer es mal machen muss, wie gesagt, kauft euch so ein Gerät mit einem langen Schlauch. Ganz einfach. Schönes Wochenende. Daumen nach oben. Ich hab euch lieb.